Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Catch and React. Heute wird das Video gesponsert von YFood, präsentiert in einem neuen Gewand. Mhm. Hübsche neue Verpackung. Haben wir neulich schon mal im Video erwähnt, ne? Ist jetzt klimaneutral und 100% recycelbar, die Flasche. Ja. Ich gönne mir Heavenly Hazelnut. Ich nehme Banane. Banane ist eigentlich mit einer meiner Lieblingssorten. Trinke ich nach wie vor sehr gerne. Ja. Wir sind nämlich fleißig am Videos produzieren und haben uns die Zeit fürs Frühstück, fürs ausgiebige Frühstück gespart. Deswegen gibt es, wie gesagt, YFood. Link mit Rabattcode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Yoshi10 oder Maxi10. Und heute gehen wir mal hier ganz tief in die YouTube-Angelgeschichte hinein. Definitiv. Denn heute wird wieder ein positives Video, denke ich mal. Ja, wir fangen heute mal an mit einem von mir und gehen dann auf eins von dir. Ja. Denn es sind unsere ersten Videos, die wir uns angucken wollen. Da ich aber anfangs ja nur Tutorials gemacht habe, ist das nicht ganz so spannend. Es geht nur mal kurz um den Look und so und wie man so drauf ist. Und dann geht es um das andere Video, dein erstes. Wo du zu Gast warst. Genau, denn das war eh von uns beiden, also ist das eigentlich die bessere Wahl. Gucken wir mal kurz, nee, nicht größte Beliebtheit, nee. Sondern... Älteste zuerst. Richtig. Gibt es jemanden, der diese Funktion nutzt? Älteste zuerst? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Bei Tinder kann man auch so Älteste zuerst... Wenn man auf MILFs... Da bist du der Fachmann. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Guck mal, du hast ja dein Video schon mal fast... Fast durchgegangen. Fast mein ganzes Video angeguckt irgendwann mal. Props, ey. Props gehen raus. Siehst du auf jeden Fall sehr amüsant aus auf dem Foto. 5 Tipps, die gönnen wir uns jetzt. Ich weiß nicht, warum das so ein runder Kreis ist, deine Maus. Ist das immer so? Ja. Ist das bei... Ach nee, du hast ja keine Maus. Ich habe keine Tastatur. Ja, deswegen. Na dann, wollen wir mal. Gucken wir mal rein. Was ist das für ein Anfang? Was kommt da? Kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber sehr schöne Kulisse, finde ich. Cristiano, lass dein Haar herunter. Cristiano Ronaldo. Das ist Behind-the-Scenes-Views jetzt hier. Da waren wir bei Michi auf Ibiza, bei Michi Standor. Und neben ihm ist die Villa, die wohl, ich weiß nicht, die gehört ihm, glaube ich, nicht, aber da mietet Cristiano Ronaldo sich ab und zu mal ein. Aber hat er nicht auf Madeira sein Haus? Der hat, glaube ich, Häuser ohne Ende. Und vor allem, ich glaube, das ist nicht seins. Da ist er nur irgendwie manchmal, meinte okay. Michi. Krankesten Villen da direkt in so einer Bucht am Felsrand, an der Klippe. Also sehr optisch geil, auf jeden Fall eine Eins. Optisch ist top, ja. So ihr seid mit eurer Familie, mit eurer... Okay, das mit dem optischen Eins nehme ich zurück. Die guckt auf jeden Fall eine kleine Alfalfa-Locke hinten von der Birne runter. Die ist geil. Da weiß ich noch, war ich auch sauer auf Victor nach dem Video und meinte ihm so, sag mal, du musst mir doch sagen, dass mir hier die Haare irgendwie zu Berge stehen. Kannst du doch nicht mit so einer Feder mich das Video machen lassen. Mein erstes Video und ich sehe aus wie ein Hans. Nichts gegen die Hänse unter euch, die Hänse, eine Hänslein. Mein Opa ist auch... Nichts gegen eine Hanse. Mein Opa ist auch Hans. Freundin, mit eurem Freund, mit irgendjemandem im Urlaub, oft im Sommer natürlich im Süden, wo es schön warm ist und wollt, dass auch da das Angeln nicht zu kurz kommt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben, denn ich habe für euch die besten Tipps für Einsteiger, um auch im Urlaub erfolgreich Fische zu fangen. Ich bin Maxi und ihr guckt Angeln maximal. Das war noch Zeit. Ich bin Maxi und ihr guckt Angeln maximal, aber... Mit dem hast nicht, du da aufgehört damit, ne? Sagst du nicht mehr. Sag ich nicht mehr, ja. Und auch nicht ansatzweise so euphorisch, wie, das ist mir schon mal aufgefallen, wenn ich mir mal ein altes Video von mir angeguckt habe, dass ich da irgendwie mal so, ich bin Maxi und ihr guckt Angeln maximal. Das ist so, Max, herzlich willkommen zu den 12 Uhr Nachrichten mit Klaus Kleber. Tu mir bitte einen Gefallen. Du wirst heute nach langer Zeit mal wieder Tutorials drehen. Bitte sag das mal so richtig energisch. Okay. Ich bin Maxi und ihr Murawski maximal. Und ihr guckt Angeln maximal. Mach's halt. So völlig übertrieben. Da kriege ich, weiß schon, den Blick von Markus, der hinter der Kamera vorkommt. Really? Der zählt die ganzen Jugendwörter des Jahres dann auf. Cringe? Sheesh? Sheesh? Mittwoch? Sass? Eigentlich ein Thema beginnen, nehme ich mal ganz kurz für euch meine Brille ab. Aus Respekt dem Zuschauer gegenüber sollte man das schon machen. Es ist aber leider so hell, dass ich sie direkt wieder aufsetzen muss. Tut mir leid, aber so ist es nun mal im Süden. Es ist oft sonnig. Als allerersten Tipp. Stark, das ist schon mal ein guter Tipp. Kurze Frage, Max. Oft sonnig im Süden. Max, wenn du dich jetzt so siehst da. Ja. Findest du dich schön? Hä? Natürlich, Digga. Haare und Flieg, abgesehen also von der bisschen, Locke. Ein bisschen ein Tropfen Olivenöl hättest du dir da reinschmieren können. Alter. Das sieht ja aus wie ein Strohballen. Gebe ich euch. Schön recherchiert. Trocken, guckt euch an, welchen Fisch könnt ihr fangen. Dafür benutzt ihr ganz normal Google. Gebt euren Urlaubsort ein, zu was für einer Jahreszeit ihr da seid und findet oft... Das mache ich tatsächlich nach wie vor genauso.
Ja? Na klar, machst du nicht. Also gucken, wo fährt man hin? Ich guck, was gibt es da für Fische? Ich gehe bei YouTube. Insta ist die Insel oder den Ort ein. Ja. Und bei Instagram weiß ich nicht, in dem Fall jetzt Ibiza Fishing, Shore Fishing würde ich eingeben. Ja. Oder Hashtag Ibiza Fishing, Hashtag Fishing Ibiza. Fishing Ibiza, sowas. Und dann Hashtag findet man Fishing Baleares. Ja, genau, irgendwie wenn sowas. Wenn ihr dann richtige Pros seid. Ja. Foren, Beiträge, wann ihr was fangen könnt. Aber Leute, fangt nicht gleich mit den Weltrekordfischen an. Sucht euch erstmal kleinere Fische aus, ja, um erfolgreich zu sein und nicht direkt demotiviert zu werden. Ist so, real also talk. Nicht, also laut deiner Aussage nicht gleich Mahi, Thunfisch und Wahoo auf die Liste schreiben, sondern erstmal, weiß nicht, Stöcker, Makrele, Hering, Makrele, Meeresche, überall in den Häfen unterwegs. Ja, Meeresche macht auch Spaß, die stinkt und so. Schriftbarsche. Ja, genau. Nee, aber es ist wirklich, genau den gleichen Tipp hat neulich der Lieblingsangler für Mallorca auch gegeben. Sucht euch nicht die krassesten Fische aus, sondern freut euch, wenn ihr überhaupt einen Fisch fangt, denn das Mittelmeer ist schwierig. Okay, Mittelmeer, ja. Mittelmeer ist nicht so einfach. Ansonsten, wenn du irgendwie natürlich in Florida jetzt an der Küste ja, bist, dann kannst du schon ein bisschen was anderes Ansprüche machen. So ein bisschen nach oben. Muss ja auch ein bisschen... Ja, klar, auf jeden Fall. Als Mittelmeer ist halt echt schwer. Andererseits, wenn man mit keinen Erwartungen rangeht, werden die Erwartungen meistens übertroffen. Übertroffen oder halt erfüllt, weil du wartest ja keine. Die am leichtesten zu beangelnden Fische sind Meereschen, Brassen, Barsche, ohne Ende. Ja, Barsche. Einfach ein gutes Video gemacht. Das sind bunte, kleinere Fische, die in ufernahen Regionen zu fangen sind, wo ihr nicht weit raus müsst. Wenn ihr rausgefunden habt, welche Fische ihr fangen könnt und euch entschieden habt, welche Fische ihr auch fangen wollt, ist der nächste wichtige Punkt die Spotsuche. Okay. Wenn es nicht sogar der wichtige Punkt ist. Die Mucke ist ganz nice. So ein leichter Country-Touch ist drin. Da sieht man, Max, du bist ein echter Country-Boy. Ich bin ein echter Country-Boy. Ich würde sagen, das reicht eigentlich auch für den Eindruck, den wir vom Video bekommen wollten. Jetzt hier die kompletten Tipps sich reinziehen. Spul doch mal vor, bis du angelst. Da muss ich ein paar Videos vorspulen. Aber da habe ich auch von Leuten, von anderen YouTubern zum Beispiel, die habe ich das Feedback bekommen, nicht schlecht, dass du so viel Videos, so viel Content und so viele Klicks auch bekommen hast für Fisch. Kein Fisch. Ja. Das ist, ja. War aber, muss ich persönlich auch sagen, der Grund, weshalb ich mir deine Videos zu Anfangs nicht regelmäßig angeguckt habe. Ja gut, wenn du die Sachen schon weißt. Also vielleicht hättest du das eine oder andere dir doch mal angucken sollen, dann wäre vielleicht das ein oder andere Fishing Wars ein bisschen anders ausgegangen. Aber gut, anderes Thema. Ganz kurz, Fishing Wars übrigens ein gutes Stichwort. Genau. Wir haben nämlich vor, demnächst in naher Zukunft, in sehr naher Zukunft, mal auf unser erstes Fishing Wars zu reagieren, wo ihr aber einen großen Beitrag zu leisten könnt. Denn wir haben uns entschieden, wenn ihr es schafft oder wenn wir es schaffen mit euch, 30.000 Abonnenten voll zu machen. Auf diesem Catch-and-React-Kanal. Genau. Was möglich sein muss, weil Leute, wir haben jetzt innerhalb von, glaube ich, 5 Monaten schon über 1 Million Klicks. Ja, und es sind auch ein paar Hunderttausender Videos dabei und so weiter. Wenn da mal ein paar mehr Leute den Abo-Button drücken, genau, dann geht es ziemlich schnell. Also Leute, wenn ihr das sehen wollt, wie wir wirklich... Und ich möchte es nicht sehen. Wir nehmen da wirklich kein Blatt vor den Mund. Wir werden uns wirklich in diesem Video, werden wir uns in dem Video wahrscheinlich beleidigen. Wir werden sagen, du Opfer. Wir werden wirklich sagen, du Opfer, was bist du für ein Knecht? Leute, wenn ihr sehen wollt, wie wir uns beleidigen, hittet den Abo-Button und macht den Kanal ein bisschen größer. Wir uns gegenseitig im Video beleidigen und dann im neuen Video uns selber beleidigen. Richtig. Das erwartet euch. Das wird auch sehr cringe und sehr Mittwoch. Also ganz kurz, Max. Kann es vielleicht jemand unten in die Kommentare schreiben, was mit diesem Mittwoch auf sich hat? Das habe ich mich echt gefragt bei den Jugendwörtern. Warum Mittwoch? Habe ich noch nie, also habe ich schon mal gehört, vielleicht aber nicht mit in Rap irgendeinem... Mittwoch, weil sich da beleidigt wurde oder so? Keine Ahnung. Ganz kurz, wenn wir gerade bei deiner YouTube-Sucheinstellung sind, muss ich sagen... Boah, da kennt man, dass ein Avocado reif ist. Nee, ich muss sagen, Max, deine Suchkriterien oder die Rangordnung deiner Suche gefällt mir... Yoshinator. Ganz oben, Yoshinator. Das ist mein Junge. Alles richtig gemacht in der Erziehung. Grüße an deinen Papa. So, Yoshinator, Videos und Älteste zuerst. Das ist was. Das hat Victor gemacht. Das weiß ich nicht. Halb Mensch, da, halb Maschine. Das da oben war Victor. Das war Victor, nicht. Ja. Was hast du für Kommos hinterm Rücken? Digga, Badcast. Halb Mensch, halb Maschine. Sind noch für Videos. Das ist das erste Video, was richtig ist. Das ist mit mir, genau. Auch ordentlich Klicks sehe ich gerade. Ja, hier sind einige dabei. Auch das war so früh mit dem Riesenhecht von David. Ja. Krass. Das hätte tatsächlich besser gepasst. Hier halb Mensch, halb Kackwurst. halb Mensch, halb Kackwurst mit Augen. Na, Max, also ich sag mal so, es hätte besser gepasst. Halb Mensch, halb Monster. Der Todesnesseln verspritzt.
Da ist auch ein Titel, Alter. Mysteriöser Monsterwurm verspritzt Todesnesseln. Nicht in die Nesseln gesetzt. Dramaturgie war eins meiner Fachgebiete in der Oberschule. Und wir gehen rein, steht für Anlieger. Und fangen irgendwo mit dem. Oh, das wird auch gleich lustig mit dem Typen. Ja. Könntest du langsam auch mal ein paar neue Clips einspielen, oder? Ja. Guten Morgen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Yoshinato. Okay, das war cringe. Das war Mittwoch. Das war ganz schön cringe. Ganz schön sus. Was heißt sus? Suspicious, ne? Auch so ein komisches Jugendwort. Wir sind nicht mehr die Jugend anscheinend. Die Jugendwörter kommen nicht von uns. Nee. So, ich hole jetzt meinen Praktikanten ab und dann geht's mal ab aufs Wasser, mal zeigen, was... Ganz kurz, warst du zu der Zeit noch Praktikant bei Johnny, ne? Nee, schon lange nicht mehr. Der Junge drauf hat, oder mal gucken, was der Junge drauf hat. Er spuckt auf jeden Fall immer ganz schön große Töne, der Kleine, und ja, ich bin echt gespannt, ob wir was fangen. Wir haben eine neue Zeckroute dabei, und zwar die Propike. Die stand bei mir bis jetzt irgendwie immer so ein bisschen unbeachtet in der Bude rum. Die wird heute mal... Propike stand unbeachtet in der Bude rum, ist quasi, da treffen sich jetzt die Wege wieder. Jetzt steht sie wieder eher in der Ecke, oder? Er steht bei meinem Vater, glaube ich. Der fischt die Karte. Ich fisch meine. Ich habe meine gestern in der Hand gehabt und dachte mir, eigentlich wirklich eine geile Route. Wirklich. Habe ich echt gestern in der Hand gehabt, als ich meine Routen sortiert habe für Norwegen. Auf Herz und Nieren geprüft. Und um ihm mal Bescheid zu sagen, dass wir da sind. Oh. 6:30 Uhr. Ganz vergessen, 6:30 Uhr. Auf 6:30 Uhr. Ja, wann ich das letzte Mal 6:30 Uhr angeln gegangen bin, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt mehr Tage, an denen du bis 6:30 Uhr angeln warst in dieser Zeit, als Tage, an denen du um 6:30 Uhr erst angefangen hast. Frühes Aufstehen und ich, wir sind keine guten Freunde. Und da ist er auch schon. Was hast du da auf dem Kopf? Ah, fresh, was die ist auf jeden Fall richtig fresh. Also du gefällt mir. Ein Frisurenwandler, aber nee, die habe ich jetzt schon ewig. Frisur-Chameleon. Die habe ich jetzt schon ewig, die Frisur, einfach nur kurz und Seiten noch kürzer. Das habe ich schon... Du meinst Seitenziffer. Seitenziffer. Aber die finde ich besser als die Frisur aus dem letzten Video, tatsächlich. Ja, also aus meinem ersten. Das sieht besser aus als... Yoshi hatte mal richtige Lockenkraft. Ich hatte mal ein richtiges Vogelnest. Das müssen wir eigentlich mal einblenden. Ich versuche das mal raus. Tja, Digga. So sah das aus damals. Das war mal ein Vogelnest, Alter. Alter, das ist mit David in Holland gewesen. Zum... Nee, es war kurz davor. Das Video, das Foto, was ihr gerade gesehen habt, das war aus meinem Badezimmer. Aber das war zu der Zeit. Ja. Locke der Boss. Locke der Boss. So, ich würde dir was abnehmen, aber das kann man halt, eigentlich, ne? Auch nicht. Ist besser, halb acht. Digga. Und wir klingeln jetzt den Fischer raus, dass wir eine Karte brauchen. Hier geht schon an. Du musst nur lange genug klingeln lassen. Digga, das sieht aus, als hättest du... Ein Ohrloch. Hatte ich auch mal. Wirklich? Aber ja. Auch auf der Seite? Welche Seite ist denn das? Nee, Digga, zeig mal kurz. Digga, du hast da einen Leberfleck. Ja, ja, genau, einen Leberfleck. Und ich habe das Ohrloch genau über den Leberfleck gemacht. Schiech. Aber das habe ich nicht mehr, das ist schon ewig zugewachsen. Den habe ich original 2 Wochen getragen und dann habe ich den daraus gemacht. Das war noch Zeiten Ohrring. Mit Sony Xperia Media. Sony Walkman. Nee, noch davor. Mit nein, da Nokia. Ach so. Nokia 20 ist aber auch ein iPhone, glaube ich. Aber ohne Spaß, wenn vor meiner Bude so ein Lärm wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon um 6 Uhr auf der Matte. Maxi, ich muss mal ganz kurz telefonieren. Wenn 6 Uhr bei mir warst. Klinge ich mal mit. Ich muss mal ganz kurz noch ein ganz wichtiges Telefonat machen mit Carsten Zeck. Kannst du ganz kurz schon mal die Karten holen? Unangenehm. Warte, ich gebe dir noch meinen Fischereischein. Es war einfach so, du musstest die Angelkarten bei so Privatpersonen kaufen, die dann da einfach am Montag rausgeklingelt wurden. Hier, bitte sehr. Danke. Portemonnaie. Wir sehen uns gleich. Dieses Portemonnaie liegt mittlerweile auf dem Grund des Biebsees. Ja. Das ist auch mal bei einer Angeltour dem Kescher zum Opfer gefallen oder so. Ne? Kescher schnell gegriffen und dann hing da irgendwie das Portemonnaie drin. Ich sag's euch immer wieder, der Kescher, ne? Ist der schadet mir. Ich hoffe, du kriegst eine gewischt. Morgen. Ja. Okay. Nee, ist gut. Gerade aus dem Bett geholt, genau. Boah, die arme Frau, ey. Sie sieht schon ganz schön müde aus, ne? Ja, die arme Frau, dass wir auch einfach eiskalt gefilmt haben. Trocken. Ist das schon verjährt jetzt? Damals hatten wir noch keinen Charme. Ne? Wirklich. Warten wir hier draußen kurz, ja? Ja, ich schalte die aus und... Gut, danke. Danke. Tschüssi. Und die Arme, Alter. Ey, okay, stell dir mal vor, Montag früh und bei dir klingelt irgendwie. Ich noch nicht aufstehen müsste. Ich reg mich ja schon auf, wenn um 9:30 Uhr ein Paketbote klingelt. Max!
Ah, warte mal, da kam der Opi. Ist auf eigene Gefahr. Moin! Wir parken hier auch nicht, wir laden hier nur aus. Digga, immer einen frechen Spruch parat. Ist kein Parkplatz, wir parken hier auch nicht. Ist doch kein Wanderweg. Auto läuft doch noch, Auto ist doch noch an. Sag mal, die Leute haben uns letztens im Podcast jetzt drüber geredet. Die meckern einfach nur aus Langeweile. Die Alten. Das ist hier eine Liegewiese. Ja, wer liegt denn da? Blätter. Laub liegt da. Entschuldigung, stören wir die Blätter oder was? Im Dezember eine Liegewiese. Wie bitte? Ich hab sie gerade akustisch. Haben sie das Schild versäumt, sich anzugucken? Nur für Anwohner. Haben sie versäumt, sich das Schild anzugucken? Junger Herr. Welch ein Versäumnis. Ist für Anlieger, nicht für Anwohner. Und wir hatten ja ein Anliegen. Für Anlieger. Wir haben ja ein Anliegen. Die Anwohner, die hier wohnen. Nee, da steht für Anlieger. Sie haben hier nichts zu halten, hier unten. Wir laden nur kurz aus. Oder stört sie das jetzt? Das stört sie das? Nicht. Ja, Berlin. Ich hätte mal vorher hätte jetzt so gesagt. Sein Stock, ja. So, Rambo. Fass. Abgemacht. Na gut, dann. Na gut. Fass. Also, wenn ihr hier einen Anlieger habt, dann spielt ihr auch mit meinem Hund los. Rambo, holen dir. Das Boot ist beladen. Mein Packesel hat alles richtig gemacht. Es sieht aus, als hätte er die Ventile zugedreht. Es schwimmt. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wenn ich im Boot sitze, wir nicht so tief liegen, dass wir hier überhaupt nicht durchkommen, weil das sieht ganz schön flach aus. Falls wir hier nicht durchkommen. Ja. Da war der erste Biss. Alter. Oh. Das war noch nicht vorher. Alter, Digga. Der hat ihn ja richtig Alter. Den ja richtig geschält. War vielleicht das ein Sparschäler, echt. Der geht ab. Geht ab, Junge. Der geht ab. Ich hoffe, der geht nicht wirklich. Kala. Oh, da kommt er. Ist gut. Na, will er nicht? Gucken, Gemsa. Yes, Digga. Geht doch. Oh Mann, ist ja alles dicker. Guck mal, die Schnur lang geht hier, meine. Du. Scheiße, ja. Der Fisch ist im Netz. Und das ist, was zählt. Fetten Bauch hat da der Gute. Kann ich vorstellen, Leute. Der erste Fisch auf dem Yoshinato-Kanal. Und es soll nicht der letzte gewesen sein. Müsste man eigentlich mal rausfinden, was der erste Fisch auf dem Angel-Maximal-Kanal war. Denn der ist ja nicht so leicht zu finden. Der ist ja hier leicht zu finden, das ist halt einfach dein erstes Video. Ja. Das ist der erste Fisch. Geil. Geiles Ding. Zieht's euch rein. Schön in tiefen Gebissen auf dem Gummi. Geil. Fett ist er, wa? Richtig fett. Richtig schön rund gefressen. Und weg ist er. Gut abgesehen von der Zeckmütze. Ah, und die Brille hast du auch nicht mehr, ne? Die hast du verloren. Die irgendwo. Versinkt in Holland. Ja. Aber ansonsten, GoPro noch genau das gleiche Ding, was du... Nee. Naja, der Goat meine ich, den du umhast. Das ist der gleiche. Das Tuch hast du immer noch genauso. Die Jacke hast du auch im Winter immer noch an. Das könnte auch eigentlich... Die Weste habe ich auch noch. Die Weste auch. Das könnte genau jetzt sein auch. Abgesehen von der Brille und dem Kopf. Und der Gesichtsbehaarung. Die war noch ein bisschen schwächer ausgeprägt. Nice. Endlich. Entschneidert. So, nach dem Barsch, den wir jetzt mal nicht wirklich mitzählen, ja, ist meiner. Nummer 1, war nee, das Nummer 1. Gibt's den nächsten gleich, oder? Jo. Roller habe ich auch noch. Sustain, komm gerade aus Erwartung. Der Schnittflöte, aber auf dem See könnten wir mal wieder fahren. Ja, Mann, eigentlich. Geiler Hechtsee. Geiler Sprung. Wobei ich ein paar Mal auch da war und das richtig scheiße war. Donner. Jetzt war auch deine Route krumm. Der dritte, ne? Maxi. Ich nicht, Digga. Oh. Oh, scheiße, ich hab meine Schnur gefangen. Ach, guck mal, der hängt auch wieder nur am letzten Drilling. Sowas. Ich hätte da irgendwie, als da muss irgendwo. Ich greif den einfach. Irgendwann muss geschleppt haben. Lass, sonst hängen die Haken im Kescher. Genau so. Ach, aber, Max, ich wollte, dass du einfach so. Warte? Nee, lass, sonst hängen die Haken im Kescher. Genau so. Schon da. Max, ich wollte, dass du endlich dein Foto mit deinem ersten Hecht hast. Knapp, Alter. Knappe Kiste. Ah. Oh nein! Oh, Digga, der hat mich ganz böse erwischt. Ja, das stimmt, den ganzen Tag. Richtig eklig, das ist. Kann ich mich noch dran erinnern.
In letzter Zeit passiert es relativ häufig, ne? Weil ich noch weniger Kescher benutze, weil ich, aus Gründen. Aus Gründen. Lieber verletze ich, es klingt scheiße, aber tatsächlich verletze ich dann lieber mich so ein bisschen irgendwie, als der Fisch, der verreckt halt im schlimmsten Fall, ne? Wenn der Haken sich im Kescher verhakt und dann der andere Haken im Fisch hängt und dann schlägt er und dann reißt er ihm irgendwas raus oder so. Gerade beim Mechtangeln mit dem Zusatz. Genau, vor allem beim Mechtangeln, ja. Und dann stirbt der Fisch richtig, und bei mir, ich, ja, ich sehe es richtig. Steckt der Finger. Da habe ich. Du blutest kurz, du verblutest kurz. Steckt der Zahn noch drin? Oh nee. Hier! Oh. Alter Digga, ich habe es richtig gespürt, wie der eingedrungen ist. Nein. Ich habe es richtig gespürt, wie der eingedrungen ist. Was hast du? Leute, es wäre sehr schön, wenn mir irgendjemand da draußen aus diesem Video so einen kleinen Zusammenschnitt macht, so, ah, oh, Dicker, ich habe es richtig gespürt, wie er eingedrungen ist. So einen kleinen Zusammenschnitt machen und mir einfach bei Instagram schicken. Kriegt einen Story-Shoutout. Das kann man, könnte man irgendwie, das könnte man an mehreren Stellen gut einbauen. So ein Fishing Wars, es gab ja, glaube ich, auch mal ein Fishing Wars, wo ich nicht ganz so gut aussah und dann irgendwie gerade schön abgekackt und dann, ich habe es richtig gespürt, wie er eingedrungen ist. Kannst du bitte mein Boot nicht so voll bluten? Boah, wow, Alter. Maximum. Ich sag ja, ich verblute. Oh Mensch. Wegen diesem kleinen Kollegen hier. Jetzt steck ich nicht noch mit Hepatitis an hier. Schmeiß es zurück. Sprich, ich war schon damals. Ne? Ihn oder mich? Raketenstart. Alter, dicker Scheiße. Wow. Alter Schwede. Angler verblutet beim Hechtland. Müssen wir ins Krankenhaus? Grüße an unsere Saarländer Kollegen. Ich wollte gerade sagen. Wenn die Saarländer Kollegen sich schneiden, dann müssen wir ins Krankenhaus fahren. Ins Krankenhaus. Oder wer macht das sauber? Deine Freundin ist in England, ne? Oh Mensch. Endlich auch mal einen verwandelt von den ganzen Bissen. Nummer 3. Okay, mittlerweile ist es dann doch gar nicht mehr so schlecht. Also da haben 75. Ja. Da wurden sie größer. Auf den Dude. Auf den Dude, das war ein Gambler. Aber das war ein Witz, ne? Also dann hat den Gambler ja gesehen. Das war jetzt nicht vortäuschen falscher Tatsachen. Das war wirklich ein Gambler. Das war wirklich geil. Ein Dude. Das war wirklich ein Dude. Richtig nice. Schön aus. So. Ich bin schon erwischt. Scheiße. Ja, geil, Dicker. Wie viel hat er gehabt? 75. Und einen blutigen Finger. Ich habe mich ein Jahr oder so nicht mehr an einem Hecht geschnitten. Blutsbrüder? Blutsbrüder. Mega krasse Aktion. Nicht vergessen, Numero 4. Okay. War das gerade eine krasse Aktion. Da will ich gerade wirklich ein bisschen meckern und sagen, dass es ganz schön zäh ist heute. Das war instant in dem Meckern hast du nicht bekommen. Ich zieh hier eine Plastik reingestiegen. Fisch. Ich meine, wir haben 3 echt schön gut genährte, makellose Hechte gefangen. Wollen wir nicht meckern, aber es war mehr drin, weil wir echt viele, viele Fehlbisse hatten und viel. Fisch. Alter, das sieht ja auch was aus, als hättest du geschleppt. Beim Quatschen. Man darf es überall, glaube ich, bei uns schleppen, aber du musst meistens rudern. Aber wir rudern ja mit Schlauchboot meistens sowieso. Der Motor rudert für uns. Okay, dann war es wirklich eine krasse Aktion, beim Meckern den Fisch zu bekommen, ne? So. Ein geiler Tag, wir hatten jetzt 4 Hechte. Beiß. Ach ja, ist doch typisch, wenn man telefoniert, wenn man isst, wenn man gerade irgendwas anderes macht. Schmeckt. Geil aus, die Gute. Soll ich dich füttern? Kleine Zigarre, sagst du, kleine Spinatzigarre nebenbei. Ja. Den Börek. Brauchst du dafür einen Kescher? Nee, aber du musst mal rudern. Ach so, Mensch. Aber eins muss man den Hechten hier lassen. Oh, der hat aber. Kampfstark sind sie nicht. Vor die gebracht. Wirklich ganz schön lahm. Die haben nur quergestellt. Arschkalt, stimmt. Die haben wirklich, kann ich mich auch noch dran erinnern, die haben gar nichts gemacht. Hui, 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 hui. Wie sein. Oh. So klein ist der denn doch nicht. Oh, Dicker, der. Nee, da nicht. Der ist aber. Ja, Digga. Ich hab gesagt, er könnte 90 haben, die Donny. Eingenetzt, Alter. Aber sieht schon so aus, ne? Geil. Sauber, ja. Sauber, sauber. Geiles Wetter. Ich würde dir eine Faust geben, aber in der einen Hand habe ich den Kescher und in der anderen die Kamera. Vielleicht nimmst du mir einfach mal irgendwas ab. Schönes Ding, Maxi, Junge. Schön im Winter, aber da ist ja noch Spätherbst. Dünnes Jäckchen reicht. Ja, und also so,
so schon, bist schon eingepackt, ist schon kühl, ne? Aber dann halt Sonne, kein Wind, das ist geil. Geil, können wir direkt wieder klicken, ne? Nummer 5. Er hat mich ja fast so erkannt. Als hätte ich schon mal gesagt. Es fällt mir so oft auf, dass wir Sachen sagen oder denken und die dann sagen und die dann danach, kurz danach im Video dann auch wirklich ja, sagen. Ja, ja. Das ist mir auch, wenn ich jetzt ein Video von mir gucke, was ich gerade erst gedreht habe und es nicht mehr weiß eigentlich, dass ich das in dem Moment gesagt habe, dann sage ich schon lalala irgendwas und genau das sage ich dann im Video auch. Da muss ich kurz auf jeden Fall den Kescher mal festhalten, Junge. Achtung. Oh, der ist auch gut. Das war mein Klicker. Ich wollte mir schon mal meinen Klicker geben. Ach, deswegen. Morgen Klicker von Zack. Das habe ich da auch gesagt, ich habe es mit reingezogen. Ich meine, nicht überzeugend hier von diesem Kescher mit reingezogen, ne? Aber ja. Von diesen Teilen. Oh, ich sehe es gleich, wir müssen ins Krankenhaus. Der kann ja wirklich so abzappeln. Nach unten. Jo. Nice, Mann. Was für ein schönes Brett. Richtig geiler Fisch, oder? Geil. Das war er, den wir die ganze Zeit noch brauchten, ey. Und auf den Kiwi-Lime-Dude. Ein bisschen Alarm macht. Kiwi-Lime. Einzelhaken. Knapp gehakt, ey. Naja, du meintest, der hat 90. Der hat keinen politischen Hintergrund. Ist ein 87er. Ein 87er? Ein 87er. Aber guckt euch mal diese geile Maserung auf dem Rücken an. Ja, ne? Aus dem Leopard. Glaube ich, auf Insta. Mega. Von dem, echt schönes Tier. Das sieht so nice aus. Der hat echt eine richtig optische Farbe. Halt immer noch fest kurz. Alter, das sieht so nice aus. Digga. Oh, Scheiße. Bye, bye. Yes, Mann. Geil. Ja, Mann! 4,5 Stunden im Petri. Gerade zu Maxi Alter. Gesagt, Digi, noch eine 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, mal gucken. Pupp, Fisch drauf. Wenn man mal auf die Spitze guckt. Mit einem Freiwasser, ne? Das ist also echt ganz schön Fisch schwach, war. Was die machen. Das ist der vom Fabrik. Also ich bin jetzt meckern auf hohem Niveau. Ist der nicht ich meine, ich habe gerade einen schönen Hecht im Drill. Aber von Drillspaß. Kurz nach dem Biss hat er 2-3 Mal ein bisschen was gemacht, aber. Ja, ist komisch. Ich meine, das ist jetzt auch eine 80 Gramm Route. Aber eigentlich ist die schon. Guck mal, da war das wirklich auch schwer, eine 80 Gramm Route. Ein bisschen? Das ist doch ein richtiger Besen hier, 80 Gramm Route. Ich glaube, der Hecht hat noch gar nicht so wirklich mitbekommen, was gerade geschieht. Jetzt dreht er sich wieder aus. Deswegen hat er auch nichts gemacht. Nee, das ist nicht der große. Stimmt, der ist echt groß. Das ist der Rollbratenhecht. Komm, ich bin mal Alter, vor, den großen. Das ist nicht. Jetzt bin ich nochmal richtig guter Fisch eingestiegen. Im Freiwasser. Der macht auch ein bisschen. Wir haben hier 16 Meter. Geiles Wetter, habe ich direkt Bock drauf. Oh ja. Oh ja. Das könnte fast einen Meter haben, ne? Nee, aber 90. Fischnis, Alter, das ist Fischnis. Was ist das? Cringe. Boah, doch. Der ist schön. Boah. Yes, man. Liebe ich, wenn so dicke Fische schon so im Kescher sind, aber der Schwanz rausguckt und du noch so ein bisschen einhaken musst, dass er reinflutscht. War das auch ein Gambler oder ein Pickshot? Geil, Digga. Ja, das war auch so ein grünes Gambler. Ja, Mann! Geil, Alter! Sehr gut. Was ne Mutti! Und du blutest. Einmal, Alter! Und du blutest schon vor Freude, ja? Boah, sehr raufgedonnert, Junge. Voll im Freiwasser. Geil. Da ging die Kante von 2 auf 8. Da war sie so ein bisschen 8 Meter und dann zack auf 16. Hier überall ist Kleinfisch. Alter, nice, Mann. Und der ist richtig fett. Stimmt, da ist er. Fette Wampe, Alter, der Kollege. Der war echt geil. Alter? 93. 94. Ja, stimmt, das ist 4. 94, Alter, was für ein Wampe. Wusstest du, dass der 94 hat? Geil. Ja, Mann. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Auch perfekt, so, genau so muss so ein Video aufgebaut sein, dass du am Anfang, also kannst ja nichts für, aber wenn du am Anfang gleich den großen Fisch fängst und dann nur noch kleine kommen, das ist irgendwie kein, das ist ja keine Dramaturgie dahinter, das ist ja, Dramaturgie. Dramaturgie, wollte ich gerade sagen. Kann ich, Dramatologie sagen. Dramatologie. Das ist ja kein Drama, das ist Kacke. Hat auch geile rote Flossen, ne? Der, ja. Echt, Im Sonnenuntergang richtig schöner, fetter Fisch. Kurz vor Schluss, so muss das im sein. Ersten Video. Genau so muss das sein. Maschallah, das hat gepasst. Ist das ein geiler Fisch? Zieh dir die Wampe rein. Digga, der ist wirklich, der ist fast so fett wie du. Ey, Digga. Wie oft? Ich wollte gerade sagen, welche Wampe denn? Deine oder seine?
Wie oft haben wir in den letzten 6 Jahren diesen Spruch gesagt? 100 oft. Mal? Bestimmt. Auf jeden Fall oft. Fast aber so fett auch, wie du. Wird auch nicht alt, ne? Nee. Never gets old. Wie wir. Dieses Ding, wird ja auch nicht alt. Der Spruch. Ist das ein geiles Ding, ey. Lecco mio amore. Oh, nice, Mann. Und auch wieder so eine geile Maserung am Rücken, ne? Wa? Kannst du dir ja noch nicht erinnern? Einfach nur geil. Schön ja in der Dämmerung hier. Yes. Oh. Beste Digi. Beste Leben. Wieder vor Schreck erstmal geankert. Ja, gut, passiert manchmal. Mike Vibes. Eigentlich hättest du jetzt auf dem Boot noch den komischen TikTok-Dance machen müssen. Okay, ich glaube, jetzt kommt nichts mehr noch das Outro, aber ja, das war mein erstes Video, Leute. Der Anfang einer Ära. Ja. Der Anfang einer Ära. War aber fürs erste Video, muss ich sagen, echt nicht verkehrt. War ein gelungenes Video. Ja. Da schaut man gerne und mal drauf zurück. Haben, ne, halt auch einfach mal die Fische mitgespielt. Das, definitiv. Hat man ja auch nicht immer. Also das ist ja der häufigste. Vor allen Dingen lief es an diesem Fail See seit diesem Dreh wirklich nicht mehr gut. Nicht einmal. Ohne Scheiß. So gut. Ich war nicht ein einziges Mal da und habe nochmal halbwegs in die Richtung so gut gefangen. Ah, nee, stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Ich habe noch einmal mit Max, habe ich nochmal richtig gut gefangen auch. Da hatte ich auch 93er, glaube ich, an einem Tag. Aber trotzdem, die letzten Male, die ich da war, war es immer sauscheiße. Müssen wir mal wieder hin. Ich würde sagen, wir wiederholen auch mal in Zukunft einfach mal unsere ersten Videos. Also wir schicken dich nochmal nach Mallorca, ein kleines Ibiza. Ein kleines Tutorial drehen. Ja. Und dann gehen wir bald nochmal im Winter auf den See. Also Ibiza bin ich sofort dabei. Ja? Mach ich. Meinst du, der Opa ist immer noch da? Von dem See? Safe. Ja? Klar, Alter. Der ist doch... Ja, okay. So alt ist es jetzt auch nicht. Wann haben wir es hochgeladen? Ich glaube, 1. Dezember 18? 9.12. Da waren wir auf Granne. 3.916 Daumen nach oben. 17, Entschuldigung. Krass. Ja, geil. Ja, da waren wir auf Granne. Krass. Was steht da? Fast hätte ihr wirklich ins Krankenhaus gemusst. Ich hab sogar noch so vorgelesen. Nur für Anleger, wir haben noch ein Anliegen. Ich habe mich weg, ja. Leute, danke fürs Einschalten. Wir gucken uns jetzt hier nochmal ein paar Kommentare an. Es ist bestimmt noch das eine oder andere Lustige dabei. Ja. Danke fürs Einschalten. Wie gesagt, wie vorhin schon zum Aufruf aufgefordert. Kanal abonnieren. Richtig. Gerne. Unsere Kanäle abonnieren. Und schlagt uns bei Instagram auf Catch and React Videos vor, auf die ihr euch eine Reaction von uns wünscht. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.